So, da sind wir wieder für euch. Herzlich willkommen zurück zu OMKB Live und ich freue mich jetzt auf einen ganz, ganz spannenden Nachmittag mit euch. Wir haben eine spannende Reise vor. Dr. Florian Heinemann zu Gast. Kitchen Stories, eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Wir werden über TikTok sprechen heute Nachmittag. Das Social-Netzwerk, was ja am stärksten wächst aktuell in Deutschland. Und möchten jetzt einsteigen in den Nachmittag mit einem anderen Format, was wir heute Vormittag bisher so noch nicht hatten, und zwar ein Roundtable, in dem wir auf gegenwärtige Entwicklungen im digitalen Marketing eingehen werden. Und da möchte ich ganz herzlich hier im Studio begrüßen meinen geschätzten Kollegen, den lieben Christoph Steger. Christoph, eigenverantwortlich, in der Hauptverantwortung auch für die Organisation des heutigen Events, Social Media Marketing und PPC-Experte mit vielen, vielen Jahren Agentur und Berufserfahrung, auch Speaker auf diversen Konferenzen in der Vergangenheit gewesen. Und Christoph, ich freue mich, obwohl du dich heute Vormittag ja ganz viel hinter der Kamera befunden hast, dass du jetzt mit nach vorne auf die Bühne kommst und du hast das Wort. Vielen lieben Dank, Mario, für die warmen Worte. Und ja, was soll ich sagen? Ich nehme den Ball gerne auf und nehme jetzt mal die Moderationskarte bzw. Moderations-iPad gerne in die Hand. Denn erstmal vielen lieben Dank für die bisherige super Moderation am Vormittag. Ich glaube, ohne euch wäre das Event nicht so erfolgreich, wie es jetzt ist. Wir haben riesige Abrufzahlen, wir haben eine super tolle View-Time, also Props an euch, ihr macht das echt spitze. Auch die Q&A-Sessions gefallen mir ganz besonders gut. Extrem super tiefe Fragen, sowohl von der Community als auch von euch. Und ja, weil es so schön ist, wollen wir jetzt mal das Spiel mal umdrehen. Und wir haben natürlich Fragen gestellt für die Session mit Dr. Florian Heinemann, aber auch so generell an die Community. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen, was sehr cool ist. Diese Fragen können wir nicht alle mit Dr. Florian Heinemann durchgehen. Deswegen haben wir uns auch überlegt, diesen interaktiven Roundtable zum Start des Nachmittags nochmal einzuschieben und würde euch gerne einige ausgewählte Fragen stellen. Das Spiel läuft wie folgendermaßen: Ich stelle die Frage und ihr versucht euch 2 bis 3 Minuten möglichst kurz zu fassen. Ich weiß, scharf, fällt nicht immer ganz leicht, aber lasst uns die Fragen mal durchrocken. Lass uns mal ein paar Impulse an unsere Zuschauer geben. Die erste Frage kommt von dem Alexander und er fragt euch: Welche Rolle spielt das klassische CRM für digitales Marketing? Wir starten mit dir, Sharp. Das klassische CRM-System spielt spätestens 2020 eine unheimlich wichtige Rolle, wobei ich hier ein bisschen differenzieren würde zwischen dem Begriff CRM und Kundeninformationen. Nicht jedes Unternehmen hat ein klassisches CRM-System bei sich im Hause aktiv. Viele Unternehmen haben eher Kundendatenbanken. Was 2020 allerspätestens betrieben werden muss, ist mit Custom Audiences zu arbeiten. Das heißt, diese Informationen aus den Datenbanken smart mit den Marketingkanälen zu verbinden und darüber entsprechend seine Audiences auch zu erreichen und die Zielgruppen zu bearbeiten. Ich glaube, dass das ist etwas, was viele Unternehmen tatsächlich immer noch nicht machen, obwohl wir im Jahre 2020 sind. Ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Unternehmen diese Datenschätze bei sich im Unternehmen öffnen würden. Und das klingt immer so kompliziert und so abstrakt. Und viele sprechen ja auch über Smart Data, Big Data. Die Magie ist gar nicht so groß. Man muss es einfach tun. Und die Effekte werden sehr, sehr schnell sehr positiv sein. Demnach empfehle ich wirklich jedem Unternehmen, hier aktiv zu werden und sich vielleicht auch erstmal von der Fragestellung CRM zu lösen. Weil was passiert, wenn ich CRM bei Google eingebe? Ich treffe dann auf so große Player wie Salesforce und Co., schaue mir dann die Listenpreise an und bekomme dann erstmal große Angst. Und es geht nicht darum, wirklich ein klassisches CRM einzuführen, sondern es geht erstmal darum, die Kundendaten im Unternehmen zu isolieren und diese dann den digitalen Marketingkanälen, Google Ads, Facebook, etc., you name it, zur Verfügung zu stellen. Und das ist tatsächlich nicht viel Magie. Und im Zweifel können da auch natürlich Agenturen behilflich sein. Ja. Du sprachst gerade schon kurz von Salesforce, eben kurze anknüpfende Frage. Die große Lösung, würdest du 2, 3 Lösungen mit als Tipp an die Hand geben zum Einstieg? Kleinere Lösung? Gerne. Wir arbeiten sehr gerne auch kundenseitig mit dem CRM-System Copper.
Copper ist ein CRM-System, was nativ sich in die Google Suite quasi eingepflanzt hat. Das heißt, ein CRM-System lebt ja am Ende des Tages davon, dass der Vertrieb und das Marketing Informationen in das CRM-System hinterlegt. Mhm. Daran scheitern allerdings sehr, sehr häufig CRM-Systeme. Das heißt, hier müssen wir gewisse Automatisierungsprozesse berücksichtigen. Und Copper hat eine sehr, sehr native, tiefgehende Integration in die G Suite, was meines Erachtens nach einer der führenden Enterprise-Lösungen ist im Bereich der Unternehmenskommunikation. Und das ist ein total tolles System, das kann ich absolut empfehlen. Und ansonsten gibt es am Markt natürlich noch viele, viele andere Player. Pipedrive ist mit Sicherheit auch immer ein Blick wert. Und natürlich auch Salesforce. Ne? Das ist so ein bisschen abhängig davon, was ist meine Anspruchshaltung, wie groß ist mein Budget, inwieweit will ich das CRM-System auch in das gesamte Ökosystem des Unternehmens einziehen, wie wichtig ist auch das Thema Marketing Automation für mich. Mhm. Ja, viele Unternehmen, vor allem im CRM-Segment, gehen ja auch in das Thema Marketing Automation. Also eine Fragestellung, die man wahrscheinlich jetzt in 2-3 Minuten nicht erklären kann, aber ich hoffe, der Input reicht. Eine eigene Session, ja. Mario, was denkst du? Ja, ich würde das Thema noch kurz ergänzen wollen, damit wir ansatzweise auch in unserem Zeitkorridor bleiben. Ich denke, dass es natürlich auch eine Frage ist des Reifegrades eines Unternehmens und natürlich auch der Branche, in der sich ein Unternehmen bewegt. Wenn ich mir das anschaue, sind CRM-Nutzungsmodelle im Bereich E-Commerce beispielsweise, wir haben es heute Morgen in einem sehr hohen Reifegrad ja auch von Jonas gehört, bei Douglas natürlich schon fester Bestandteil des Kundendatenmanagements und damit auch fester Bestandteil der Marketing-Journey, der Customer Journey. Machen wir mal einen Blick in einen ganz anderen Branchenbereich, schauen wir auf B2B-Player, die zum Beispiel im Maschinenvertrieb aktiv sind, die häufig ihr oberstes Ziel haben, Leads zu generieren. Da geht es um Datensätze, die dann im Sales-Bereich landen, dort aufgenommen werden, nachtelefoniert werden, vielleicht werden Videos geschickt oder ähnliches, aber die Information, woher der Kunde gekommen ist, über welchen Weg Lead-Daten angereichert worden sind, werden häufig nicht konsequent abgespeichert. Und da in den Bereichen, wie gesagt, unterscheidet sich auch wieder von Reifegrad zu Reifegrad, gibt es natürlich einen unfassbar positiven Effekt, wenn eben auch im B2B-Segment vermehrt konsequent CRM-Systeme eingesetzt werden. Weil das letztendlich, wenn man sich das anschaut, in einem geschlossenen Kreislauf die einzige Möglichkeit ist, wirklich festzuhalten, welcher Euro, den ich im Marketing investiert habe, welchen Output im Sales gebracht hat. Und deswegen glaube ich, Einfluss aufs digitale Marketing ja absolut und gegebenenfalls, je nachdem, in welcher Branche ich mich bewege, jetzt auch immer noch ein absoluter Gamechanger und ein kompetitiver Vorteil, wenn ich da mich konsequent reinbewege. Absolut. Vielen Dank. Ich denke, das wird bei der nächsten OMKB Live nochmal eine eigene komplette Session werden. Danke. Jens fragt an uns als Agentur, also gar nicht jetzt aus dem Fragenpott für Dr. Florian Heinemann, sondern wir waren noch viel im Austausch schon mit den Usern jetzt im Vorfeld, an uns als Agentur, dass auch Sie und viele Unternehmen über das Thema Marketing-Inhousing nachdenken, also entsprechend die Leistung nicht mit einer Agentur abzubilden, sondern selber Inhouse zu haben. Entsprechend, ja, Jens und sein Unternehmen denken auch darüber nach. Wie geht ihr als Agentur damit um? Und da gucke ich dich scharf an und bitte dich um eine Antwort dazu. Wir gehen damit sehr offensiv um. Ich glaube, es ist sehr, sehr smart für viele Unternehmen, in das Thema Inhousing zu investieren. Nicht für jedes Unternehmen bietet es sich an, aber ich würde tatsächlich viele Unternehmen heute gar nicht mehr dahingehend ausschließen. Das heißt, Unternehmen müssen sich intensiv mit dem Thema Inhousing und Inhouse-Kompetenzen beschäftigen, weil das mittlerweile auch einfach für viele Geschäftsmodelle ein Core-Bereich ist, ein Kernbereich ist. Und wir als Agentur sind da sehr, sehr offen und müssen wir auch sein. Ich glaube, das differenziert auch gewisse moderne Agenturen gegenüber eher tradierten alten Agenturen, die in diesem Thema eher einen Konflikt in ihrem eigenen Geschäftsmodell sehen. Wir überhaupt gar nicht. Wir ziehen auch keine Chinese Walls. Also wir gehen auch mit Informationen sehr, sehr offensiv um und wir unterstützen tatsächlich auch Unternehmen bei der Digitalisierung, beim Aufbau von eigenen Inhouse-Teams. Ich glaube, Agenturen können dann perspektivisch an vielen, vielen anderen Stellen als Sparringspartner eher im Bereich des digitalen Consultings immer noch davon profitieren. Aber ich glaube, es ist sehr smart, gemeinsam mit dem Kunden das Thema Inhouse auch sehr, sehr frühzeitig aktiv anzusprechen, statt dann irgendwann irgendwie aus dem Spiel raus zu sein. Ich glaube, da können wir als Agentur auch sehr, sehr stark beschleunigen, von infrastrukturellen Komponenten bis hin zu Netzwerken, bis hin zu der Komponente, dass wir auch beim Hiring unterstützen, können wir dieses Ökosystem Inhouse sehr, sehr breit abbilden und tun das auch. Und feel free. Jeder, nicht nur Kunde unseres Hauses, sondern auch andere Agenturen sollte sich tatsächlich aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Also ich würde es zumindest tun als Kunde. Ja.
Mario, welche Erfahrungen hast du gemacht mit Inhousing auf Unternehmensseite? Ja, ich habe auf Unternehmensseite ja ein paar Jahre gearbeitet, wie du weißt, in der Reisebranche und kann da das, was Shahab gerade gesagt hat, nur bestätigen. Ich finde, es ist extrem wichtig, als Unternehmen Kompetenzen im eigenen Unternehmen zu haben, die Marketing, Sales und Datenmanagement beinhalten. Wenn man sich das anschaut, was dort für Datenströme zur Verfügung stehen, für Daten generiert werden, ist es wichtig, die Mechanismen zu verstehen, entsprechend auch derjenige zu sein, der die Ownership hat über diese Kanäle wie Google Ads oder andere Konten. Und deswegen ermuntern wir auch Unternehmen, die gegebenenfalls noch nicht so weit sind, eben wirklich diese Kompetenzen in-house aufzubauen, weil das ein bleibender Wert ist, der notwendig geworden ist in einer Zeit, in der es eben ja längst nicht mehr reicht. Auch wenn es viele intelligente Herangehensweisen gibt, haben wir heute Vormittag auch gelernt, im Beispiel Printmailing aktiv zu sein und deswegen ganz klares Veto, ganz klare Unterstützung, Marketing, In-housing, absolut richtig. Und wäre ich jetzt noch auf Unternehmensseite, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ja, cool. Eine anknüpfende Agenturfrage von dem Marcel Köhler. In den letzten Jahren sind zunehmend mehr digitale Marketingagenturen in den Markt gedrängt. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, wir sind auch frisch mit dabei. Gibt es eine Evolution der Agenturen? Stell Tendenzen fest. Mario, starten wir bei dir. Ja, es ist erst einmal richtig, Marcel, was du beobachtest. Es gibt eine sehr starke Zunahme auch an digitalen Marketing-Playern auf dem deutschen Markt, aber sicherlich auch weltweit, was in erster Linie daran liegt, dass es natürlich auch ein Budget-Shift gab Richtung digitaler Medien, weg von anderen tradierten Medien zumindest. Für den einen oder anderen Bereich ist das ja ganz klar festzustellen. Und ja, es ist auch eine gewisse Evolution der Agentur feststellbar. Es ist ja häufig die Rede vom Web 2.0, 3.0 oder Industrie 4.0. Wenn man das Ganze so ein bisschen auf die Agenturebene herunterbricht, sehen wir, glaube ich, im Moment viele Agenturen, die sich so im 2.0-Bereich bewegen, also Agenturen, die extrem gut und sicher spielen in der Klaviatur, Search Engine Advertising, Suchmaschinenoptimierung, Newsletter Marketing, sicherlich auch andere Disziplinen beherrschen, die wirklich gut sind und sich da schon ein Stück weit wegentwickelt haben von den Playern, die letztendlich nur Media-Etats nach Kanälen verteilen. Ich glaube, das ist etwas, was so eigentlich kaum mehr stattfindet. Und jetzt sehen wir eben Stand heute noch einen weiteren Evolutionsschritt von dieser Agentur 2.0 in die Richtung, dass es eben entsprechend gelingt, durch Datenverständnis, durch den Aufbau von Data-Management-Plattformen beispielsweise, dann aus dem vorhandenen, sehr kanalorientierten Budget noch wesentlich mehr rauszuholen, indem man in der Lage ist, entlang der Customer Journey dann Tatenpunkte zu speichern und diese im Advertising zu nutzen. Und ich glaube, die Agenturen, die das annehmen und verstehen und dann auch künstliche Intelligenz einsetzen. Wir haben Beispiele von Amazon gehabt im Factor A-Vortrag heute Vormittag. Die werden sich dann Richtung Agentur 3.0, Agentur 4.0 entwickeln. Und das ist auch der Anspruch, den wir mitbringen und uns da jetzt gerade natürlich mit unseren Kunden auch auf genau diese spannende Reise bewegen. Spannend, sharp. Was kannst du ergänzen? Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu, weil Mario hat schon ganz, ganz viele wichtige Punkte erwähnt. Ich glaube, das ist so eine Typusfrage. Ja, es gibt sehr viele Agenturen am Markt. Die Eintrittsbarrieren, eine Agentur an den Start zu bringen, sind ja auch sichtlich gering. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt gute Agenturen, schlechte Agenturen, aber es gibt erstmal eine ganz große Anzahl an Agenturen. Ich glaube, hier muss man differenzieren zwischen den Agenturen, die vom Typus her eher Marketing-driven sind, ja, die vielleicht vom typischen HR-Bild auch eher die Marketeers und die BWLer beschäftigen. Die, würde ich sagen, haben in der Vergangenheit auch gut funktioniert. Seit 2-3 Jahren brauchst du aber einfach als Marketing-Agency auch eine sehr, sehr hochgradig tiefgehende Technologie oder ein Technologieverständnis. Mhm. Und das steht sehr, sehr häufig in Konflikt mit typischen Marketing-Agencies, die diesen Shift nicht schaffen. So. Das heißt, wir sehen im gesamten Marketingmarkt auch eine dramatische Zuwendung in Richtung Programmatic und da muss eine Agentur verstehen, wie funktioniert eine SSP, wie funktioniert der DSP, was ist eine DMP, wie funktioniert dieses Ökosystem, was ist die Buy-Side, was ist die Sell-Side und das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass das in naher Zukunft die Quantität deutlich zurückgehen wird, weil Technologie hier ein Wettbewerbsvorteil ist. Und wenn du beide Disziplin, Kreativität, Marketingorientierung und das Thema Software-Development, vielleicht auch eigene proprietäre Systeme gut im Griff hast, ist das ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Ne? Also ich glaube, da wird noch eine gewisse Bereinigung stattfinden, aber noch ist der Kuchen groß genug und das ist auch in Ordnung. Spannend und wir sind mitten dabei. Top.
Wir verlassen jetzt mal die Agenturfragen und gehen mal zum ganz anderen Themenkomplex, und zwar das Thema Blockchain. Und der Moritz fragt an dich, Schab, ich weiß, dass du in dem Bereich auch persönliche Präferenzen hast. Ist der Hype schon vorbei oder finden wir uns mittendrin? Was sagst du dazu? Ich glaube, auch hier müssen wir differenzieren. Also ich werde nicht müde, immer wieder zu differenzieren. Blockchain ist für mich natürlich jetzt nicht mit Kryptowährung irgendwie zu verknüpfen. Ich glaube, viele tun das tatsächlich. Mhm. Der Hype um Kryptowährung scheint vorbei zu sein. Also wir sind sehr, sehr weit entfernt vom All-Time-High des Bitcoins. Bin ich immer noch investiert? Ja. Glaube ich an Kryptowährungen? Ja. Habe ich die Glaskugel? Nein. Dennoch glaube ich, dass das Thema, die Logik, das Prozesshandling der Blockchain ist gekommen, um zu bleiben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir viele Geschäftsmodelle in naher Zukunft sehen werden, die mit der Blockchain viel, viel aktiver arbeiten. Ja? Die Kryptografie dahinter, etc., das ist schon sehr, sehr funktional. Wenn man das einfach mal durchdrungen hat, das macht schon hochgradig Sinn. Das Thema Kryptowährung, das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Ja? Da müssen wir auch nochmal eine gesonderte Diskussionsrunde zu führen. Aber um deine Frage abschließend zu beantworten, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Blockchain als solches gekommen ist, um zu bleiben. Außer dass das Thema Quantum Computing, ja, auch irgendwie so ein Fachausdruck, muss ich, glaube ich, aber gar nicht im Detail erklären, kommt jetzt schneller als erwartet, weil dann haben wir gegebenenfalls im Bereich Blockchain halt auch gewisse Probleme, weil dann gegebenenfalls die Kryptographie gar nicht mehr so schnell greifen kann, wie die Quantencomputer dagegen anarbeiten. Aber das sind so meine 5 Cent. Okay. Ja. Mario, ich will das Thema nicht wieder zu sehr zusammenwerfen, aber selber Kryptowährung am Start, und wie stehst du zu Blockchain? Ja, Kryptowährung am Start, tatsächlich auch divers investiert in IOTA beispielsweise vor einer Zeit, Bitcoin auch und Ripple, und ich gehöre zu denjenigen, die eher Late-Investoren waren und deswegen damit wirklich nicht Geld verdient haben, ganz im Gegenteil. Und zum Thema Blockchain, ich habe schon das Gefühl, dass der Hype berechtigterweise etwas vorbei ist. Das hängt aber damit zusammen, dass wir im Hype natürlich in einer neuen Technologie gegenüberstanden, die erst einmal viele Fragen aufgeworfen hat und sich in der Anwendung tatsächlich im digitalen Marketing noch beweisen muss. Und wenn wir so 1,5 bis 2 Jahre zurückblicken, war das ein Thema, was uns auch tagtäglich beschäftigt hat. Habt ihr schon Blockchain im digitalen Marketing im Einsatz? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja. Wie kann vielleicht auch eine Agentur auf Basis von Blockchain aufgebaut werden und sehr, sehr stark innovieren? Und ich glaube, diese großen Fragen sind erst einmal dem tatsächlichen Praxistest gewichen, wo überprüft wird, wo gibt es da tatsächlich Anwendungsfälle. Mir sind bisweilen keine praxisnahen Anwendungsfälle auf Blockchain-Basis basierend im digitalen Marketing bekannt. Glaube aber auch, Schab, das Thema bleibt logischerweise und ist eine Frage der Zeit, bis wir dort eben auch erfolgreiche Beispiele im Marketing sehen. Spannend. Auch hier, denke ich, wird es zukünftig nochmal eine Session zu geben, ganz, ganz bestimmt. Verlassen wir das Thema Blockchain und gehen hin zur Automatisierung. Und Marc fragt: Jeder spricht über Automatisierung, nicht erst jetzt seit diesem Jahr, schon ein bisschen länger. Was ist der größte Vorteil für Marketingabteilungen im Bereich des Einsatzes von KI-Automatisierung? Und wir starten mit dir, Mario. Kurz und knappe Antwort, denke ich, sind 2 Themenkomplexe wirklich die großen Vorteile für die Marketingabteilungen. Erster Vorteil ist, viele Dinge, die ich vor 1, 2 Jahren, vielleicht auch noch vor wenigen Monaten tatsächlich manuell habe in Konten durchführen müssen im Hinblick auf zum Beispiel Bid-Adjusting auf Kampagnenebene oder ähnlichem, wird mir natürlich durch die fortwährende Verbesserung der künstlichen Intelligenzmethodiken von den großen Playern abgenommen. Das heißt, ich als digitaler Marketer oder auch wir als Agentur gewinnen natürlich erst einmal massiv entsprechend auch an Zeit, um uns anderen Dingen im Tagesgeschäft zu widmen, um wesentlich besser darauf zu schauen, wie verschiedene Kanäle ineinander greifen und da entsprechend dann auch die sogenannten Spillover-Effekte zu nutzen. Wir können uns verstärkt mit Zielgruppen und Audiences auseinandersetzen, sicherlich auch, und auch mit der Kreation von starken Inhalten. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben viel über Daten geredet, aber Kreation ist immer noch ein extrem wichtiger Bestandteil, um gerade auch im Social Media Advertising Erfolg zu haben. Wenn ich da an das Beispiel von Ehrlich Fashion denke, zum Beispiel, haben sie das sehr, sehr schön aufgezeigt. Und deswegen glaube ich ja hier, Zeitersparnis und neuer Fokus im Tagesgeschäft, ein massiver Vorteil, den KI bringt. Und
Im zweiten Bereich aber, und das geht damit dann tatsächlich einher, natürlich eine viel granularere Abstimmung von Kampagnen, ein wesentlich besseres Prospecting, also Neukundenakquise-Möglichkeiten anhand von Daten, die ich den intelligenten Werbenetzwerken zur Verfügung stelle und dementsprechend eben auch, wenn ich denn in der Lage bin, KI in meinem Advertising sauber einzusetzen und es wirklich geschickt mache mit Custom Audiences und weiteren Dingen darüber hinaus, sind ja erste Berührungspunkte, muss man sagen, mit dem Thema, dann habe ich neben der Zeitersparnis einfach auch noch einen Performance-Uplift und kann mich zielgerichteter dem Neukundengeschäft zuwenden. Ist ein Thema, mit dem ich mich gerne stundenlang unterhalten würde mit euch. Ne? Ich bin jetzt aber auf der Moderatorenseite. Schab, welche Vorteile siehst du noch? Welche kannst du noch ergänzen? Ich würde noch einen Vorteil ergänzen, damit wir den Rahmen auch nicht zu weit sprengen. Und zwar, die Logik ist eigentlich für mich ganz, ganz einfach. Durch das Thema der Automatisierung passiert nämlich Folgendes. In den letzten Jahren haben die Marketingabteilung eine viel, viel fragmentiertere Welt, die sie jetzt bewirtschaften müssen. Ja, wenn wir einfach mal 10, 15 Jahre zurückdenken, war das Marketing bei weitem nicht so komplex wie heute. Und heute haben wir eine viel, viel höhere Dynamik, eine wesentlich fragmentiertere Situation. Aber die Marketingabteilungen sind per se, und das kann man statistisch nachweisen, nicht angewachsen. Das heißt, wir haben immer noch ungefähr denselben Headcount. Und du musst jetzt mit derselben Personalanzahl viel, viel breiter und viel, viel intensiver in diesen jeweiligen Disziplinen aktiv zeichnen. Und das folgt für mich einfach der ganz, ganz klaren Logik, wie soll das ohne Automatisierung, wie soll das ohne Einsatz von KI, wobei man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Verwendung dieses Begriffes. Ich glaube, das wird wie die Marketing-Sau auch überall durchgetrieben. Nicht jeder, der KI sagt, verwendet auch KI, aber verwenden wir einfach mal dieses Synonym. Das ist für mich eine ganz, ganz klare, logische Schlussfolgerung. Ansonsten kriege ich mein Standardrepertoire an Marketingaktivitäten gar nicht mehr abgedeckt. Das heißt, ich muss in diesem Segment aktiv werden. Es ist alternativlos. Ja? Also jeder, der versucht, dagegen anzuarbeiten, ich würde sagen, es wird schwierig. Ja, absolut. Schab, danke für die Ausführung. Christoph, sehr sympathischer Name, muss ich by the way sagen. Also gefällt mir außerordentlich gut. Grüße an Christoph. Christoph fragt, welchen Stand hat Programmatic Advertising in Deutschland? Müssen wir uns damit jetzt eigentlich beschäftigen, Schab? Ja, wir müssen uns damit beschäftigen. Das hat zwei Ausprägungen. Die erste Ausprägung ist, der Anteil am programmatisch eingekauften Werbeinventar ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Der ist noch nicht am Zenit, auch in Deutschland nicht. Deutschland hinkt hier gewissermaßen auch hinter anderen Ländern hinterher, ist aber nicht schlusslich, glücklicherweise. Das heißt, wir haben immer noch einen Anteil am programmatischen Werbevolumen, was on top jedes Jahr dazukommt. Das hat ein bisschen was zu tun damit, dass wir in Deutschland auch eine sehr, sehr fragmentierte Vermarktungslandschaft haben. Das heißt, das muss betrieben werden. Und der andere Punkt ist, dass ich über programmatische Werbeeinkäufe mich auch etwas unabhängiger machen kann gegenüber den Low-Hanging Fruits Performance Marketing Kanälen, würde ich einfach mal sagen. Wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass Google Ads und Facebook und Instagram-Ads etc. am Ende ja auch alle programmatisch sind. Also das, was da im Hintergrund läuft, ist ja auch eine programmatische Auktion. Nur nennen sie es halt nicht programmatisch. Jetzt muss man aber sagen, dass neben Google und Co. natürlich auch noch weitere Player mit am Start sind. Wir haben heute ein bisschen was über Amazon beispielsweise gelernt, Criteo, Rubicon, OpenX, das sind ja viele, viele Player im Markt. Bedeutet, ja, um meine Unabhängigkeit zu steigern, ja, und auch die Replizierfähigkeit meines eigenen Marketings gegenüber meinen Mitwettbewerbern zu reduzieren, muss ich mich mit programmatisch beschäftigen und B, der Markt wächst auch im programmatischen Bereich, demnach muss ich dort einsteigen und es ist auch medienübergreifend, mediengattungsübergreifend. Wir haben heute auch ein bisschen was über TV-Programmatic Advertising gelernt. Bedeutet, wenn ich mich dem Thema Programmatic nicht öffne, ja, dann schaffe ich es natürlich auch nicht, irgendwie mich programmatisch beispielsweise in TV-Sendern einzuklinken oder programmatisch in Richtung Spotify und eher Rundfunk reinzugehen. Das sind super spannende Umfelder und deswegen ja, unbedingt damit beschäftigen, auch wenn es natürlich erneut ein technisch komplexes Thema ist. Aber genau hier fangen wir natürlich wieder an zu differenzieren zwischen sehr, sehr starkem Marketingbezug und sehr tech-driven Bezug. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne zur nächsten Frage gehen. Mario, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, absolut nicht. Aber würde dir gerne die nächste Frage zuwerfen, auch ein Hype-Thema, was vorletztes Jahr auch wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, ist das Thema Voice. Alex, Cortana, Google, Siri. Soll ich mich jetzt mit Voice beschäftigen, Mario? Also die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht, weil man sich anschauen muss, wie viele Devices aus dieser Richtung verkauft worden sind. Ja? Natürlich auch aus dem Hause Amazon, wo wir heute Nachmittag noch einen Vortrag zu haben. Ich selber
habe, wenn wir auf den Echo einmal schauen, glaube ich, 5 Echos zu Hause bei mir verteilt. Also eins der, du auch wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht sogar noch mehr. Gerade, Das heißt, von der Device-Verbreitung in Deutschland oder auch weltweit kann ich jetzt aus dem Kopf heraus keine genauen Zahlen nennen, aber ist es natürlich so, dass das Thema der Voice-Steuerung, das Thema entsprechend auch von Smart Home und Co. natürlich in der Breite der Gesellschaft angekommen ist und dementsprechend natürlich auch die Player, und das sind ja die Altbekannten, muss man sagen, Google, Amazon an vorderster Front logischerweise Einzug erhalten haben in unsere Wohnzimmer, vielleicht sogar auch in unsere Schlafzimmer und entsprechend die Musik steuern, Befehle ausführen, den Wetterbericht vorlesen und Co. Was ich aber auch festgestellt habe, es ist extrem schwierig natürlich als Unternehmen Skills zu erarbeiten, die tatsächlich auch Relevanz auf den Devices dann auch aufweisen. Das heißt, der Zugang zu den Devices als Unternehmen ist extrem schwierig und komplex. Und es wurde ja vorhergesagt, dass gerade auch mit Voice entsprechende große Disruption stattfinden wird, gerade auch im Bereich der Suche. Wenn wir uns also die Cash Cow von Google anschauen, Google Ads, kann ich mich noch an den Abgesang letztendlich erinnern, weil eben sehr, sehr viel auch dann tatsächlich über Voice entsprechend auch an Suchen eingegeben wird. Ich glaube, mobil ist das auch weiterhin der Fall, dass wir da einen sehr starken Anstieg sehen an entsprechenden Searches, die über Voice getätigt werden. Und damit geht insbesondere eine Komplexität einher, die im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zu finden ist, weil die Fragen komplexer werden, longtailiger werden und es deswegen auch aus meiner Sicht eine wichtige Disziplin in der Suchmaschinenoptimierung ist, sich die Search Queries genau anzuschauen, zu gucken, was im Bereich Voice denn da noch mit hinzukommt. Und da bleibt es weiter, bin ich weiter gespannter Marktbeobachter und kann wirklich nicht prognostizieren, wo sich das Thema in 1 oder 2 Jahren befinden wird. Aber du ja vielleicht. Klar, wie viele Echos hast du zu Hause stehen? Tatsächlich habe ich gar nicht so viele Echos zu Hause stehen, aber Voice Only isoliert betrachtet, für mich ist kein spannendes Thema tatsächlich. Man muss auch berücksichtigen, wenn wir beispielsweise mit unserem Handy interagieren, ist der Bildschirm immer ein sehr, sehr wichtiges begleitendes Medium. Das heißt, Voice ist für mich immer in Kombination mit einem Bildschirm absolut powerful. Isoliert in sich betrachtet hat Voice auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, Unternehmen müssen anfangen, Voice nicht isoliert zu betrachten, sondern immer mit dem Begleitmedium Bildschirm. Und dann kann es unheimlich stark sein. Und was Unternehmen vor allem ja bei Research- und Development-Tätigkeiten in Richtung Voice und Screen gemeinsam synchronisieren müssen, ist das Thema User Experience. Ja, das heißt, das muss sitzen. Die User Experience einer Webseite oder einer Web-Applikation folgt völlig anderen Metriken, als wenn ich mit Voice und einem Screen arbeite. Und da merken wir auch immer wieder, dass es da ganz, ganz viele Konflikte, gedankliche Konflikte gibt. Deswegen meine Hypothese, Voice alleine, ja, spannend in einzelnen Umfeldern. Aber Amazon als größter Treiber in diesem Segment haut ja nicht umsonst ja seine Showgeräte immer aggressiver mit einem preisaggressiven System auf den Markt, weil das Begleitmedium Bildschirm einfach unheimlich wichtig ist. Total wichtig. Und das muss man, glaube ich, beim Thema Voice immer mit berücksichtigen. Absolut. So ein Echo Show hat auch schon bei uns Einzug gehalten. Meine Tochter steht immer fleißig davor und ruft entsprechend Alexa die Suchanfragen um die Ohren. Bisher wird noch nichts gekauft worden, aber wird bestimmt noch kommen. Sehr gut. Gut, Claudia fragt etwas zum Thema Google Analytics. Und zwar nutzen Sie natürlich Google Analytics, wie die meisten Unternehmen. Sie sagt, Sie können daraus aber nur bedingte Informationen und Insights herausziehen. Was wäre das perfekte Vorgehen für Sie oder was wäre ein Vorgehen für Sie? Wie können Sie vorgehen, Sharp? Kurze Antwort. Ich würde sagen, der Großteil der Unternehmen, die ich zumindest kennengelernt habe, haben Google Analytics nur sehr, sehr rudimentär integriert. Das heißt, da sollte man vielleicht einfach darüber nachdenken, die Integrationsmaßnahmen seitens Google Analytics etwas intensiver auszuprägen. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz, ganz wichtige Baustelle. Und dann bringt dir all das Datenmaterial wenig, wenn du im Unternehmen nicht tagtäglich damit arbeitest. Und jetzt muss man sagen, Google Analytics hat in den letzten Jahren schon eine gewisse Journey hingelegt und es ist wesentlich User Experience freudiger geworden und auch visuell stärker. Aber die Visualisierung ist da bei weitem noch nicht am Ende. Das heißt, der zweite Punkt ist, was ich immer empfehle, Dashboards zu bauen, ja, gegebenenfalls auch das Google Data Studio zu nutzen, die Informationen hier raus zu destillieren und wirklich relevante Metriken visuell schön darzustellen, weil wir sind visuell geprägt. Wir haben ja heute auch viel über
psychologisches Marketing gelernt. Unsere Kiste da oben funktioniert immer noch sehr, sehr visuell getrieben. Mhm. Und das wären so die zwei Hausaufgaben, die ich wahrscheinlich jedem ad hoc erstmal übertragen würde, der sich am Anfang des gesamten Themas Analytics bewegt. Aber so habe ich die Frage jetzt auch interpretiert. Mhm. Passt. Wir sind jetzt schon kurz vor knapp, deswegen will ich noch eine Frage an euch stellen. Und zwar ist das eine Frage direkt an Think11 gestellt. Und zwar fragt die Jenny, wobei ich fairerweise sagen muss, die Frage kam auch noch das ein oder andere Mal. Sie sieht seit Wochen nur noch Think11-Werbung. Was ist eure Strategie dahinter? Marek, vergesst dich. Ja, also könnte ich ja referenzieren auf den Vortrag von heute Morgen von Psyketing und der lieben Sarah, die gesagt hat, Wiederholung, 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 es macht tatsächlich Sinn. Und das ist aber nur ein Teil natürlich der Antwort, warum wir entsprechend sehr, sehr intensiv in Retargeting und Remarketing investieren. Letztendlich ist es natürlich tatsächlich mit dem Augenzwinkern ein Wiederholungseffekt bei den potenziellen Kunden, die auf unserer Webseite sind oder auch Bewerbern oder weiteren Stakeholdern, Menschen, die sich über die Konferenz informieren wollen. Ja, auch eine breite Klaviatur an Personen, die bei uns auf der think11.de unterwegs sind. Und so bleiben wir im Gedächtnis. Und das ist, führt häufig zu einem Augenzwinkern, wenn wir mit Kunden ins Gespräch kommen, zeigt natürlich auch, dass wir verstanden haben, wie intensiv man mit der Nutzerverfolgung arbeiten kann. Ich würde das jetzt keinem E-Commercer empfehlen, das muss ich auch dazu sagen, aber für uns als Agentur erfüllt das da wunderbar seinen Zweck. Ja. Scharf, kannst du bestätigen? Das kann ich sekundieren. Die Logik hinter unseren Retargeting-Maßnahmen ist tatsächlich, dass wir einen sehr, sehr hohen Werbedruck seitens der DSPs erzeugen. Ja, hier auch eine gewisse sequentielle Logik verfolgen. Das heißt, wir blasen nicht nur einfach raus, wir arbeiten mit Frequency-Cappings, wir arbeiten teilweise eben auch mit Cookie-Pools, sodass wir das alles sauber miteinander synchronisieren können. Das heißt, all das, was wir nach außen hin verkörpern, müssen wir natürlich auch intern leben. Ja, ansonsten sehe ich da persönlich auch viele Unternehmen tatsächlich einen Konflikt. Und das ist, wenn man so möchte, ganz kurz heruntergebrochen, die Logik dahinter. Und ich bekomme gerade aus der Regie auch den Hinweis, dass wir ein bisschen speed upen müssen, aber ich bin damit ja auch schon faktisch am Ende und beantwortet. Ja, danke an euch zwei. Ohne Vorbereitung Rede und Antwort gestanden. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich freue mich dann gleich, dass wir mit dem Vortrag von Verena nach einem kurzen Break weiter starten. Kitchen Stories ist eine App übrigens, die ich mehrmals täglich nutze. Und bin leidenschaftlicher Hobbykoch. Von daher freue ich mich extrem drauf. Und bis gleich. Jawohl.